Der erste FC Saarbrücken feiert mit dem 4:1 gegen den MSV Duisburg. Den vierten Trainer Lukas Kwasniok war mit der Leistung trotzdem alles andere als zufrieden. Der spätere Doppeltorschütze Minos Guras sei sogar nach der ersten Hälfte kurz vor der Auswechslung gewesen. Lukas Kwasniok bejubelt den Sieg des ersten FC Saarbrücken mit Doppeltorschütze Mino Imago Images. Der Jubel nach dem deutlichen Ergebnis gegen Duisburg war bei den Saarländern. Auch Kwasniok herzte Doppeltorschütze Guras, sparte wenig später am Mikrofon von Magenta Sport jedoch nicht mit Kritik. Wir waren vor dem Tor besser als der Gegner. Das ist aber auch das Einzige, wo wir besser gewesen sind als der Gegner. Tatsächlich blieb der FCS in der ersten Halbzeit erschreckend blass und ließ gegen defensiv stabilisierte Duisburger Ideen in der Offensive. Dafür legten die Saarländer im zweiten Durchgang dank Jans Fröse und Buras mit 3 Toren innerhalb von 11 Minuten einen wahrlich meisterhaftes Resultat. Platz 5 in der Tabelle mit 2 Punkten Rückstand auf den Relegation. Trainer Steckbrief Kwasniok Kwasniok Lukas Trainer Steckbrief Kwasniok Kwasniok FC Saarbrücken Deutschland Trainer Steckbrief Kwasniok von Haltung enttäuscht. Doch Kwasniok konnte trotz des Ergebnisses nicht über den Spielverlauf hinwegsehen. Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals mit einer Mannschaft ein Spiel gewonnen zu haben und vor allem nicht in dieser Höhe, wo man so eine Grütze zusammen. Der Coach hätte schon aufgrund des ungewohnten Anpfiffszeitpunkts um 17 Uhr ein schlechtes Gefühl gehabt. Der Ablauf war nicht so perfekt, das muss ich dann auch auf meine Kappe nehmen. Zudem waren wir nicht nach erfolgreichen Aktionen in der Lage, die Haltung zu verändern. Das hat mich ein bisschen enttäuscht. Normalerweise wäre er in der zweiten Hälfte gar nicht mehr auf dem Feld. Lukas Kwasniok über Doppeltorschütze Minos Guras. Dafür zeigten die Saarländer eine nahelos effiziente Chancenverwertung. Fast jeder Schuss ein Treffer. Auch Guras traf zum zweiten Mal in Folge zweifach. Normalerweise wäre er in der zweiten Hälfte gar nicht mehr auf dem Feld. Nicht, weil er die eine Chance vergeben hat, sondern weil mir seine Spielleistung nicht gefallen hat, so quasi. Doch der 22-Jährige belehrte seinen Coach eines Besseren und schnürte innerhalb von 4 Minuten den Dopp. Genau deswegen bleibt er dann auf dem Feld, weil er einfach eine unglaubliche Dynamik hat, erklärte Quast. Nach einer langwierigen Schulterverletzung sei Guras nun wieder fit und eine bereit Aufstieg im Bereich des Möglichen. Braucht es solch einen dreckigen Sieg, um möglicherweise den Durchmarsch Bundesliga zu schaffen? Kwasniok nimmt das A-Wort nicht in den Mund, bestätigt aber, wir haben nie einen Hehl daraus gemacht, dass wir das Maximale versuchen zu erreichen. Das heißt, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen. Und die Jungs wissen auch, dass heute war einfach. Am Schluss hätte die individuelle Qualität in den einzelnen Szenen entschieden, doch der 39-Jährige fügte warnend hinzu. Aber das gelingt ihm halt nicht immer. Zudem kommt, dass die Bank heute extrem gut funktioniert hat. So traf Fröse kurz nach seiner Einwechslung. Dabei hätte die verletzungsbedingte Auswechslung des Stops Horst Schipmowski auch leicht ein Rückschlag für die Saarländer. Am Samstag erwartet der erste FC Saarbrücken das nächste Kellerkind. Ein Sieg gegen den Tabellensiebten Uerdingen wirkt nach 4 Siegen in Folge wie eine Pflichtaufgabe, könnte aber auch zum Stolperstein für die Kwasniok 11 werden. Wie man den Favoriten ärgert, hat schließlich der MSV Duisburg in der ersten Hälfte Erfolg.